Tempo 30 im Ortsgebiet, das wollen die Grünen in allen Gemeinden. Für die Gesundheit der AnwohnerInnen und für die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen. Denn Stellen wie hier in der Teichgasse in Neusiedl am See, wo es schnell eng wird, gibt es viele im Burgenland. Wer allerdings im Auto sitzt, kommt sich dann vor wie eine Schnecke. Ich bin hier auf der Kasernenstraße, da ist eine 30er-Zone und ich muss sagen, ja, mit 30 zu fahren ist wirklich verdammt langsam. Also ich verstehe jeden, der sich denkt, boah, das ist so langsam, ich kann nicht anders. Wer drinnen im Auto sitzt, spürt natürlich nicht, wie schnell Tempo 50 von außen wahrgenommen wird. Das fühlt sich teilweise bedrohlich an, weil viele Autofahrer wirklich sehr knapp überholen, wo man das Gefühl hat, man wird jetzt gleich vom Seitenspiegel gestriffen. Und das ist natürlich etwas, was an manchen Stellen Radfahren im Alltag, Straßenradfahren wirklich zur Überwindung macht. Speziell, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat noch Kinder mit. Es gibt immer noch sehr viele Stellen, wo das Rad vor einem mehr als Hindernis gesehen wird und dann wird gerne überholt. Zum Beispiel in Mörbisch. Hinter mir ist eine Stelle, wo einerseits 70 km/h ist auf der Seite, die Dammstraße, und da ist Ortsgebiet mit 50 km/h. Und gleichzeitig mündet aber auch der Radweg in die Seestraße ein. Und da wird es dann einfach zu eng für Autos mit Gegenverkehr und Radfahrer, viel zu eng für diese Geschwindigkeit. Da gehört eindeutig eine Reduktion auf 30 km/h her. Ich glaube auch, dass viele Überholmanöver dann einfach gar nicht mehr stattfinden würden, weil man auch mit dem Rad eine gewisse Geschwindigkeit zwischen geschätzten 15 und 20 km/h zusammenbringt. Mit E-Bike sogar noch mehr. Dann empfindet man das Rad gar nicht mehr als Hindernis, weil es praktisch gleich schnell ist. Damit das Rad aber eine echte Alternative zum Auto wird, braucht es noch etwas mehr. Bei unserem Fahrradschwerpunkt legen wir auf der einen Seite großen Wert darauf, dass die Fahrradwege gut und sicher ausgebaut werden. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man das Fahrrad sicher und gut abstellen kann. Durch überdachte, durch sichere Abstellplätze. Hat es dir gefallen und willst auch künftig mehr wissen zum Thema Fahrrad oder Klimaschutz im Burgenland? Dann klick jetzt auf Abonnieren und aktiviere danach die Glocke und dann bist du immer auf dem neuesten Stand.